Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1, ja. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert, und zwar, spreche ich gerade nicht live. Das ist so ein Müll. Und zwar, wollte ich vorhin einfach mal mein PC ein bisschen aufräumen, weil da ziemlich alles durcheinander war. Und da ist mir doch tatsächlich passiert, dass ich die Audiospuren, also meine Stimme von Folge 21 und Folge 22 von Dead Space leider gelöscht habe. Deshalb spreche ich hier jetzt einfach mal drüber. Ich hoffe, dass das alles am Ende funktioniert. Ich wollte die Folgen jetzt nicht ganz ohne meine Stimme hochladen, weil wäre sonst ein bisschen langweilig geworden, glaube ich. Und deswegen labere ich mal ein bisschen dazu. Ja, das war eine Folge, da habe ich mich echt, also so ein Scheiß, da gehen wir jetzt in einen Raum rein. Da ist ein unkaputtbares Vieh und ich habe keine Ahnung, was ich in diesem Raum machen muss. Schaut euch die ganze Schoße einfach mal mit an. Das ist so ein Müll. Ich habe mir mein Gameplay selber noch nicht angeguckt, aber naja. Ja, it's time. Das ist ja jetzt auch gar kein Let's Play mehr. Das ist ja jetzt eigentlich ein Commentary, oder? Das ist ein Müll. Also in diesem Raum, wo wir jetzt reingehen, ist das echt scheiße. Ich glaube, wir sterben sogar ein paar Mal. So, jetzt heißt es, rein und wegrennen. Wir haben auch kaum Medipacks und sonst was. Unser Vorrat ist echt begrenzt gewesen in dieser Folge. Ja, und da geht die Hetzjagd auch schon los. Ja. Jetzt habe ich eigentlich die ganze Zeit versucht, nur, ja, irgendwie Munition zu finden oder was weiß ich. Jetzt liegt das Ding schon verkrüppelt am Boden. Und da bin ich in die Option gegangen. Ach so, ja, da habe ich eine kleine Pause gebraucht, weil ich da gerade so eine Art Adrenalinschock hatte. Und schon geht's weiter hier, ja. Das ist echt blöd, dass ich nachsprechen muss. Die Folgen waren echt gut. Das muss ich schon sagen. Ich gucke mir das Ganze hier auch gerade nur über meinen Windows Media Player an. Die Rohaufnahmen quasi. Und ich hoffe, dass das am Ende irgendwie synchron ist. Ich habe ja noch nie nachgesprochen oder so. Habe ich ja noch nie gebraucht. Und ja. Jetzt kommt die längste Todesszene aller Zeiten. Glaub mir. Längste Todesszene aller Zeiten. Hey, das ist ein gutes Thumbnail. Das ist ein echt gutes Thumbnail, oder? Verstärken Sie Ihre Waffen, indem Sie Energieknoten an der Werkbank einsetzen. Ja. Und da war ich das erste Mal tot. Die Folge besteht eigentlich nur aus Panik und Geschrei. Aus nichts großartig weiter. Ich bin ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt labern soll. Ach so, ich habe jetzt übrigens eine Facebook-Seite für die, die es noch nicht wissen. Schaut einfach mal vorbei, ist in meinem Kanalbanner, einfach mal anklicken und liken. Dort findet ihr alle News und Informationen über diesen Kanal. Dort werde ich einfach alles posten. Würde mich freuen, wenn ihr auf Gefällt mich. Gefällt mich? Würde mich freuen, wenn ihr auf Gefällt mir klickt. So. Weiter gucken. Du.
So, ja, und schon ging's in den nächsten Versuch. Jetzt habe ich mir in der Aufnahme vorgenommen, nur wegzurennen und versuchen, so wenig wie möglich zu kämpfen. Dass mir das überhaupt nichts bringt, habe ich dann ja später erfahren. Man muss nämlich so und so viele Viecher töten, bis die Tante zu einem spricht, um die Tür aufzumachen. Also wegrennen bringt überhaupt nichts. Man muss schon kämpfen. Aber, naja, ne? Und wir haben auch kaum Medipacks oder sonst was. Auch kein Geld mehr, wie wir vorhin gerade im Shop gesehen haben. Kein Geld, um uns irgendwie was zu kaufen. Das ist echt blöd gelaufen. Aber das war eine geile Aufnahme und ich ärgere mich so sehr, dass ich das jetzt nachkommentieren muss. So sehr. Ja, und hier bin ich die ganze Zeit im Kreis gerannt. Und dann kommen die Babys noch, die einen schön bespucken und dieses unkaputtbare Vieh. Ach ja. Ich bin aber froh, dass es jetzt mit meinem Kanal endlich wieder ordentlich weitergeht. Kann ich ja mal so jetzt einfach sagen, dass jetzt wieder Videos kommen und ich mich wirklich jetzt dahinter klemmen will und was aus meinem Kanal machen will. Habe ich richtig Bock drauf, richtig Bock jetzt Let's Plays zu machen und bin auch gerade richtig motiviert. Hört sich vielleicht nicht so an, weil ich mich wie gesagt echt ärgere, dass ich das jetzt nachkommentieren muss. Und ja, das macht, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so viel Spaß, wie wenn ich jetzt spiele und dazu rede. Es gibt ja direkt diese Richtung Commentary, wo man quasi Gameplays aufnimmt und da dann richtig nachkommentiert, also im Nachhinein sein Spiel belabert. Aber wenn man direkt labert, während man spielt, macht das mehr Spaß. Finde ich jetzt. Deswegen hört sich das Gerede hier gerade vielleicht ein bisschen gequält an, aber tut mir leid, Leute. Es war meine eigene Blödheit und ja. Gott, spiele ich schlecht, fällt mir gerade auf. Ja, jetzt, nachdem wir so und so viele Viecher getötet haben. Ach so, ich bin gar nicht zweimal in dem Raum gestorben. Ah, gut, ich dachte, ich wäre zweimal gestorben. Auf jeden Fall brüllt das Vieh jetzt, das unkaputtbare Ding, die ganze Zeit im Hintergrund und ist so eine Kacke. So eine Kacke. Oh, könnte mich aufregen. Manove. So ein Müll. Ja, wir haben nicht mal Energieknoten in der Folge gehabt, um vielleicht eine Tür zu öffnen, hinter der Medipacks gewesen wären. Jetzt kommt auch noch so ein ekelhaftes Vieh an der Wand, was mich ankotzt. Und das ohne Medipacks und... Ja, und dann habe ich einfach kurz einen Prozess gemacht. Bam. Da war das Vieh auch schon tot. Ja, es hat dann mitten in der Aufnahme einfach angefangen zu lecken. Und ihr wisst nicht, wie froh ich war, als ich dieses mittlere Medipack aufgehoben habe. Hab's ja auch gleich genommen, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Ja, jetzt sieht unser Leben schon ein bisschen besser aus. Da hinten ist irgend so eine verrückte Tussi gewesen, die ganze Zeit rumheult. Ja, die habe ich einfach mal eiskalt ignoriert. Ich wusste nicht, was ich mit der anfangen soll. Ich habe versucht, ein Gespräch aufzubauen. Hat nicht funktioniert. Die wollte nicht mit mir reden, aber naja.
Dann sind wir hier rein in einen Raum, der auch nicht viel rosiger aussieht als die anderen. Halt typisch Dirt Space, Dead Space. Dirt Space, Dead Space, ist mir jetzt scheißegal, wie ich das ausspreche. Und ja, an dieser Speicherkonsole habe ich dann gespeichert und die Folge beendet. Und ich würde jetzt auch sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play oder Commentary oder was weiß ich. Dead Space 1, Folge 22. Bis dahin, Freunde. Tschüss!